Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Zelda. Wir spielen Skyward Sword für die Switch und haben jetzt gerade das Wolkenzeremonie Teil gewonnen und sind jetzt in der Ritterschule. Und dann ist natürlich was Schreckliches passiert. Zelda wurde entführt durch einen Windsturm. Und jetzt gucken wir, was passiert. Ein Geist. Mal gucken, was sie sagt. Hallo, lass mal stehen. Hallo. Thomas. Bist behindert, bleib stehen. Also. Das war frech. Na gut. Ja, was will sie auch von uns? Bloß was? Der Katze. Die hat so faustig hinter den Ohren. Dreh um. Also an diese Steuerung hier muss ich mich noch gewöhnen. Hier über die Steuerung. Aber ist schon hart. Erfahren wir ihre wahre Gestalt. Okay, okay. Gehen wir nochmal rein. Der erste Dungeon oder was? Das coole Schwert. Welches Schwert kann das sein? Heilige Mana-Schwert. Oder auch nicht. Ich habe dich erwartet. Dich, den von meiner Schöpferin Auserwählten. Hi, das ist der Name, den man mir gab. Ich komme von jenseits der Zeit aus einer fernen Vergangenheit, um dir dein Schicksal anzutragen. Dies
der Zweck meines Daseins. Nimm nun das Schwert in die Hand, mein Gebieter, Schansen. Mein Gebieter. Dein Name. Ein geheimnisvoller Traum, mein plötzliches Erscheinen. Die Angst und Sorge um deine Freundin. Wenn ich deine Lage analysiere, verwundert mich deine Reaktion nur wenig. So lass mich dir etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu heben. Mädchen, das du suchst, Zeldas Leben ist nicht verloren. Diese heilige Maid, Zelda und ich, euch erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, so nimm das Schwert in die Hand. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Oh. Mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dir den Gebieter des Schwertes folgen. Zieh es nun heraus und strecke es himmelwärts. Okay, also. Cool. Das war leicht. Tada! Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt vom heiligen Licht der Göttin. So ist es gut, Gebieter. Mein Gebieter. Schansen. Kann es denn sein, dass du es bist, Schansen? Der legendäre Jüngling, der die Kammer des Heiligen Schwertes betreten wird? Anscheinend. Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht, von Generation zu Generation. Das Licht des göttlichen Schwertes vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen dem reinen Jüngling in dieser Gestalt am heiligen Ort. Es begann vor einigen Tagen, das Schwert, dessen Geheimnis ich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Als ich das Licht sah, traute ich mein Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass sich diese Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllen würde. Wie es die Prophezeiung sagt. Ein Jüngling wird führen das Schwert, meine noch ein Kind wird jedoch beschützt von der heiligen Kraft. Die mündlichen Überlieferungen der Menschen sind so unzuverlässig. Von der Offenbarung, die dein Urahn empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen. Erwählt von der Göttin, der Jüngling, der zieht das heilige Schwert und über es gebietet mit starkem Geist. Kind des Schicksals, erwählt von dem Schatten großer Gefahr. Er wird tragen die Seele des Schwerts, überwinden die Wolken und von dort hinabsteigen, gemeinsam mit dem heiligen Maid des Landes erleuchten. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Gebieter, du wirst erwählt von der Göttin, meiner Schöpferin, um ihren Auftrag zu vollenden. Um die heilige Maid, um Zelda wiederzusehen, musst du das Wolkenmeer durchqueren, musst hinabsteigen in die weite Welt, weit entfernt von mir. Du musst dich ins Erdland begeben. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen. Um dorthin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist dies jemand gelungen. Auf dieser Tafel ist der Werk des Erdland niedergeschrieben. Nimm sie und platziere sie auf dem Altar in dieser Kammer. Du hast die Smaragdtafel erhalten. Dieser schwere Stein gefährlich und scheint sehr alt zu sein. Gebieter, richte den Himmelsstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelsstrahl entsteht aus der Kraft, die sich sammelt, wenn du dein Schwert gen Himmel streckst. Schwinge dein Schwert in die Richtung des Wappens, sobald sich der Himmelsstrahl aufgeladen hat. Okay.
Geh mal hin. Oh, da kann man die Tafel reinsetzen. Na, da fehlt ja noch ein bisschen was. Oh, jetzt ist ein Licht erschienen. Gebieter. Das Siegel der Göttin hat bisher verhindert, dass Menschen das Wolkenmeer verlassen konnten. Nun hat sich dieses Siegel an der Stelle geöffnet, sodass du passieren kannst. Dort musst du hin. Ich kenne dich als rechtmäßigen Gebieter an. Ich ruhe in deinem Schwert und bin somit stets an deiner Seite. Drücke nach unten, um mich zu rufen. Schanzen, ich weiß nicht, was mit dem Schatten großer Gefahr gemeint ist, aber es klingt nach einer großen Herausforderung für dich. Wenn Pais Worte wahr sind, dann ist Zelda am Leben. Sie lebt. Du musst sie finden und dich zugleich dein Schicksal stellen, Schanzen. Niemand weiß, welche Prüfung das Schicksal für dich vorgesehen hat. Doch versprich mir, meine Tochter, versprich mir, Zelda zu retten. Beweise mir, dass die Offenbarung tatsächlich wahr ist. Klar. Ich will dir glauben. Hab Dank, Schanzen. Es wird schon hell. Diese Nacht war sehr lang für uns. Mit diesen Kleidern kannst du deine Reise nie antreten, Schanzen. Da du die Vogelreiterzeremonie bestanden hast, habe ich ein neues Gewand für dich. Mit ihm bist du auch für eine längere Reise gut gerüstet. Am besten, du ziehst es morgen gleich an. Okay. Wie das Outfit, das man kennt. Das diesjährige Gewand der Ritter. Als ich die Farbe das erste Mal sah, war ich ein wenig skeptisch. Aber wie ich sehe, steht es dir ganz unverzüglich. Pass auf dich auf und vielleicht solltest du im Dorf ein paar Reiseverbreitungen treffen. Ich selbst kann nichts tun, als in meiner Stube die alten Schriften erneut zu studieren. Solltest du mich suchen, kannst du mich dort finden. Ich bete dafür, dass meine Tochter es gut geht. Okay. Mann, sieht ja cool aus jetzt. Hey. Schanzen. Was will der Gruß, der Verräter? Diese grüne Kleidung steht dir wirklich gut. Du siehst aus wie ein wahrhaftiger Ritter. Ich habe vom Direktor erfahren, dass du losziehst, um nach Zelda zu suchen. Du bist wirklich unglaublich. Ich würde so etwas niemals schaffen. Hier, das habe ich für dich gemacht. Vielleicht nützt es dir auf deiner Reise. Du hast die Abenteuertasche erhalten. Sie hat Platz für Items, die du während deines Abenteuers finden wirst. Cool. Das ist eine Abenteuertasche. Daran kannst du 4 Items verstecken. Wenn du möchtest, kannst du im Bazar ein paar Items kaufen. Du kannst sie dann in deiner Tasche aufbewahren. Ich bin sicher, ein Schild oder ein Herztrank werden dir auf deiner Reise besonders nützlich sein. Schanzen, ich glaube ganz fest daran, dass du Zelda finden wirst. Ich auch. So, los geht's. Ausgang. Da oben? Ja. Also direkt aus dem Zimmer, da wollten wir nicht hin. Oh, jetzt haben wir noch mehr Leute. Ja? Schanzen, endlich bist du in der Oberstufe. Siehst du gut aus in deiner Uniform, aber es ist unpassend, so zu reden. Nachdem Zelda verschwunden ist. Ihr beide wart schon als kleine Kinder befreundet. Ich kann mir gut vorstellen, wie du dich fühlst. Aber ihr geht es sicher gut. Du musst nur fest daran glauben und sie wird nach Hause kommen. Okay. So. Ich glaube fest daran. Okay. So. Wir müssen noch zum Marktplatz. Oder was war das? Mario.
Gebiete, die Steintempel, die gestern Nacht eingesetzt haben, stehen direkt der Verbindung zur Passage ins Erdland. Ich zeige von hier aus gesehen in südlicher Richtung erschienen. An ihrem Fuß befindet sich ein Loch in den Wolken, das nach unten führt. Ich muss dich darauf hinweisen, dass deine Überlebenschancen im Erdland gering sind, sollst du bloß mit deinem Schwert bewaffnet sein. Ich empfehle dir, im Erdland sein Schild und ein Herz anzuwerben. Das wollte ich auch tun, du Spacko. Geh mal rein. Das ist der Bazaar. Hallo? Oh, ein hübscher Verkäufer. Oh, schon uns rötlich. Wir dürfen keine Burg, deshalb kann ich euch diese Item leider nicht verkaufen. Klar, verstehe ich das. Was ist da hier mit dem Schild hier? Aha. Ah, ein Kunde. Welche freudige Überraschung. Kommt, redet näher. In diesem Itemladen findet ihr alles, was das Abenteuer begehrt. Jetzt im Blick auf mein sagenhaftes und umfangreiches Angebot. Wenn ihr noch Fragen habt, wie ja. Kein Bedarf. Ah, wie war aus Amazon? Entschuldigt, Herr Wärter, ihr benötigt natürlich keine Hilfe. Nun dann wollt ihr einen Blick auf meine Waren werfen? Ja. Ah, aus geht's Wahl. Dann könnt ihr gegnerische Angriffe hervorragend abwehren. Vergesst aber auch nicht, dass euer Schild nach einer gewissen Zahl von Treffern kaputt geht. Zudem ist ein Holzschild durch Feuer sehr leicht zu zerstören. Ihr seid damit sehr vorsichtig. Das macht noch 40 Rubin. Warten wir noch kurz mal. Gucken, was es noch hier gibt. Wo ist er noch hier? Ich jetzt irgendwas kaufe und nachher das Geld nicht mehr reicht. Oh ja. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann hier dein Items verbessern und dein Schild reparieren. Ah, okay. Hey, hey. Hier ist ein Umtrunk. Wahrsager. Hey. Ja, klasse Wahrsager. Wir brauchen einen sanften Augen. Hier gibt's Tränke. Gut, wir kaufen jetzt das Schild. Wissen das und wir kaufen es. Na gut, wir holen das Schild raus nach vorne. Frage, ne? Oh, das hätten wir vielleicht immer noch mal irgendwie erfahren können. Und hier drin kann ich es wahrscheinlich nutzen. Aber ich glaube, wir haben alles sonst. Mehr können wir, glaube ich, gar nicht kaufen. Also Bomben. Aha, welch Unglück. Ihr besitzt keine Bombentasche. Deshalb kannst du es nachher nicht bekommen. Was ist das hier? Ah, es tut mir leid, mein Herr, aber ihr besitzt keine Schleuder. Okay. Das sind Sachen, die müssen wir jetzt noch finden oder kaufen oder was auch immer. Aber er kann unser Items verbessern. Kann auch unser Schild verbessern. Oh ja. Haha. Hart machen. Ach, wir brauchen dafür Bernstein, Halbmond, Monsterklau und Glimmer. Okay, das haben wir alles nicht. Gut, gut, aber gut zu wissen, dass er das kann. Gut, danke. Dann gehen wir raus. Dann können wir, glaube ich, los. Mit dem Bogen reicht das ja, mit dem Schild reicht das ja wohl. Gucken wir mal. So. Ach, guck mal, was hat er. Aber wie kann er das Schild denn nutzen? Ja, da wird mir bestimmt noch mal jemand sagen. Gut. Das ist das große grüne Leuchten gewesen. Da hinten, okay, da längst. Gut. Eiern wir mal dahin. Schauen wir mal, was da passiert. Hier kann man direkt runterspringen. Das machen wir jetzt auch. Ja. Oh. Hm.
gespannt, wo wir reinkommen. Ins Erdland. Ach, das schmeißt immer runter, der Vogel? Okay. Kann ich pfeifen? Ich habe ja mein Schal, womit ich ja wahrscheinlich weich landen kann. Hoffe ich zumindest. Oder? Na, guck mal. Na gut. Gebiet der Schanzen. Dies ist das Erdland, über das im Wolkenhort so viele Legenden kursieren. Und das hier, man nennt diesen Ort das Siegelhain. Siegelhain. Na okay, da finde ich schon was auf der Karte. Siegelhain. Nun, dein Gebieter, pass gut auf dich auf. Okay. Da kann man schon rumgucken. Da kann man schon speichern, ne? Nee, kann man nicht. Vielleicht kann ich da mal einen Wolkenvogel später rufen, um wieder rauszukommen. Wahrscheinlich. Sieht ziemlich dann heraus. Oh. Nee. Das war doch nicht so. Das hat man halt. Das sammeln wir ein. Flipper. Ah, das brauchen wir wahrscheinlich. Das sammeln wir ja, ne? Okay, da muss man schon Querfeld einmachen. Ah, okay. Ich glaube, das in der Bewegungssteuerung könnte ganz witzig sein. Oh. Könnte ich mir hier ganz witzig vorstellen. Das kann ich mir ganz witzig vorstellen. Ich kann es aber jetzt gerade nicht ausprobieren, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Oh. Was ist passiert? Oh ja. Weiß nicht, ob Leute sich noch erinnern können an den Trailer, den sie mal gezeigt haben bei GameCube damals. Oder was bei der Wii? Ich weiß es gar nicht mehr. Dieser geile Zelda-Trailer in der Kathedrale. So eine Grafik haben wir nie bekommen, kann das sein? Nie. Schade eigentlich. Ah, da ist schon das Monster. So schön. Was weg. Okay. Ich glaube, wir müssen da rein. Erstmal holen wir uns aber die Herzen, die ich da links sehe. Die ganze Zeit Ausdauerdinger sind. Ich
Kann ich einfach runterspringen? Ich hab doch so ein Tuch, oder nicht? Guck mal, hier ist meine Leiche. Mein Kind! Kind des Himmels, das aus den Wolken kam. Halte das Schwert der Göttin himmelwärts, halte es dem Bösen entgegen. Kann ich machen, wenn du mich lässt. Okay. Kann ich jetzt mit meinem Tuch da hochfliegen? Durch die Geysire? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre eine Veränderung an diesem Ort, die durch den Himmelsstrahl hervorgerufen wurde. Gebieter, ich spüre hier eine ähnliche Aura wie die deines Paraschalls. Es ist Zeldas Aura. Ich kann dich mit meiner Aurasuche in diese Richtung führen. Ja. Sehr wohl, Gebieter. Mit der Aurasuche kann ich Dinge, die du suchst, erspüren, Gebieter. Je näher sich das Ziel befindet, desto stärker meine Reaktion. Außerdem ändert sich der Signalton. Zudem erscheint auf dem Zeiger ein Pfeil, der die ungefähre Richtung angibt, in der sich das Ziel befindet. Nun behalte gedrückt, stelle Zelda als Ziel in deiner Suche ein und weise in eine Richtung. Da vielleicht, ne? Aha. Da? Wie sind wir da hingekommen? Gut. Verstehe ich nicht ganz. Da irgendwo. Okay. Nur noch einen. Kann ich hier das kaputt machen? Ja. Kommen wir Richtung höher. Okay. Okay, wird wahrscheinlich da sein, ne? Ja. Toll. Los geht's. Spiel wird gespeichert. Tempel des Siegels. Wer sitzt denn da? Die olle Imba. Sie wahrscheinlich nicht, ne? Die Hüterin Sian, der Auserwählte, der das Wolkenmeer durchquert hat und vom Himmel gestiegen ist. Hast du aber schon was von Imba, oder? Wie heißt du? Schansen. Gut, Schansen also. Du beherrschst den Himmelstrahl, jene heilige Kraft, die durch das Emporstrecken des Schwerts gen Himmel beschworen wird. Ja, du scheinst das Schwert der Göttin für wahrwürdig zu sein. Ich sitze hier seit ewiger Zeit und habe auf dich gewartet, den Wegbereiter des Schicksals. Das hier ist der uralte Tempel des Siegels, der von der Göttin selbst erschaffen wurde. Dein Kommen wurde von sehr, sehr langer Zeit vorherbestimmt. Das Mädchen, das du suchst, ist erst vor kurzem vom Licht umhüllt in diesen Tempel erschienen. Es ist Schicksal. Aber ihre Ankunft im Erdland entsprach nicht der Prophezeiung. Es scheint gerade so, als würde eine böse Macht euer beide Bestimmungen beeinflussen. Schansen, machst du dir Sorgen um sie? Dann müssen wir jetzt handeln. Groß ist es von euch beiden vorherbestimmt. Um ihre Bestimmung zu erkennen, ging sie in den Wald von Firone. Du musst ihr folgen. Sieh auf deine Karte. Ich habe dir auf die Karte den Weg zur Firone gezeigt. Aber es ist gefährlich, bei all den Monstern mit der Nase an der Karte rumzulaufen. Da bringe ich dir bei, wie du Signallichter verwendest. Wenn du auf der Karte ein Signallicht setzt, erscheint dort eine Lichtsäule, an der du dich orientieren kannst.
Ist echt so ein Vorreiter von... Von dem anderen Breath of the Wild, also mit den ganzen Ideen, ne? Du kannst es von hier zwar nicht sehen, aber das Signal leuchtet dir nun im Weg. Wenn du das Signallicht nicht mehr brauchst, zeig auf der Karte drauf und drücke erneut, um es zu entfernen. Jetzt musst du nicht mehr fürchten, dich zu verlaufen. Geh nun in den Wald. Finde Zelda. Nimm den Inhalt der Schatztruhe in diesen Raum an dich. Er wird auf deiner Reise nützlich sein. Was gibt's denn hier wohl? Der Weg durch die führt dich direkt zum Wald, sehr vorsichtig. Jetzt in Sicherheit bei alles klar werden. Schreit ohne Furcht voran, Jan. Okay, wo ist die Truhe? Also erstmal, muss er hier speichern, aber erstmal sammeln wir die Truhe ein. Okay, da wollte ich nicht hin. Wo hat sie die Truhe hingetan? Wo hat sie die Truhe versteckt? Da. Füllt mein Herz wieder auf. Das ist schon mal super. Nicht unbedingt, aber... Wir speichern einmal hier. So. Ja, speichern. Super. Jetzt geht's raus. Da ist die Lichtsäule. Müsste zumindest wohin sollen. Oh! Ey, hier sind den Goron da. Ihr fiesen Biester, lasst mich in Ruhe. Wo kommen diese roten Kerle her? Früher haben sie sich in diesem Wald jedenfalls nicht herumgetrieben. Und so einen wie dich sehe ich heute auch schon zum zweiten Mal. Was ist das für ein Tag? Naja, als Dank für deine Hilfe erzähle ich dir was Interessantes. Hey! Ich studiere hier in diesem Wald die Geschichte des Altertums. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Maruru, ein Gorone. Den alten Schriften zufolge liegt irgendwo in den Wolken die in der Insel die Göttin. Diese alten Statuen dienten angeblich dazu, diese Inselgöttin in den Himmel aufzusteigen und von dort wieder zurückzukehren. Wenn du einer davon findest, solltest du sie auf jeden Fall untersuchen, da dir die Statuen als Anhaltspunkte dienen. Das ist wirklich praktisch. Und diese Statue hier hat angeblich eine besondere Kraft, die all die anderen Statuen, die es hier gibt, zu erwecken. Es mag wie Märchen klingen, aber ich glaube daran. Wie könnte man sonst den Umstand erklären, dass sie überall in dieser Welt verstreut herumstehen? Langweilig dich? Oder willst du mehr hören? Gerne. Oho, kennst du die alten Legenden? Ich kann dir von ihnen berichten. Man sagt, die Bewohner der Insel der Göttin flögen auf Vögeln durch die Lüfte. Friedliches Inselreich, dessen Bewohner der Göttin treu ergeben sind. Ich glaube wirklich, dass uns diese Kultur um einige Felslängen voraus ist. Aber halt, das ist noch nicht alles. Das wirklich Interessante kommt erst noch. Da die Göttin selbst diese Insel geschaffen hat, die voller Dinge, die uns hier unten wie Wunder erscheinen würden. Alle Gebäude dort sind aus massivem Gold, heiliges Wasser fließt aus nie versiegenden Quellen und wer es trinkt, wird ewig leben, heißt es. Die Früchte der Bäume heilen alle Krankheiten und die Kürbisse auf den Feldern werden nie schlecht. Unzählige Blumenarten sollen dort wachsen. Es ist dort weder heiß noch kalt, sondern man lebt in einem ewigen Frühling. Dies ist die Insel der Götter. Mm. Was meinst du, ist das nicht steinhart? Mm. Willst du noch mehr hören? Oh, ne, es reicht. In Ordnung, den Rest natürlich ein anderes Mal. Guck. Oh. Was hast du getan? Das ist ja unglaublich. Die Statue hat geleuchtet, als du dich hier genährt hast. Du bist wirklich fantastisch. Ach, guck mal, jetzt kann ich alles... Ah, ich kann auch speichern hier. Okay. Ne, wir wollen auch nicht ins Wolkenmeer. Erstmal brauchen wir ja nicht, ne? Dann müssen wir da hin jetzt gerade? Ne, müssen wir nicht. Ah, heiliger Kiesel. Was hast du getan? Die Statue, sie leuchtet. Woher wusstest du, wie man das macht? Weil ich klug bin. Klug. K-L-U-K. Oben ist eine Höhle. Gehen wir erstmal hoch. Warum auch immer, aber ich geh erstmal da rein. Oh.
Komm, 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 bewegen. Jetzt haben wir jetzt eine Abkürzung geschafft? Wahrscheinlich, ne? Okay. Da müssen wir jetzt noch nicht runtergehen, ist ja Quatsch. Ja. Tschüss, Corona. Boah, Gebieter, nach dem Zug auf die Steinstadt gelangt hast, ist es dir nur möglich, ins Wolkenmeer zurückzukehren. Außerdem kannst du kein... In der Option kam die Nutzung von Amiibo. Scheiß auf Amiibo, echt, ganz ehrlich. Interessiert mich nicht Amiibo. Nicht mal ein bisschen. Ja, so bin ich. Fantastisch, kleine Rätsel zu lösen. Okay. Alter, wie oft kommt denn die Tante? Wir sind im Wald mit Viron angekommen. Danke. Wald von Virone. Um diesen riesigen Baum herum geht halt ein prächtiges Land. Alle möglichen Lebewesen haben hier ihr Zuhause gefunden. Das ist doch Zelda, der sich hier irgendwo aufhält. Ich schlage vor, sie mit der Aurasuche aufzuspüren. Super, das machen wir direkt beim nächsten Mal. Denn für heute reicht's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.